Samstagnachmittag, Begegnung zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem BVB. Beide Mannschaften durchaus gut in die Saison gestartet. Die Gastgeber sogar noch ungeschlagen. 7 Punkte nach 3 Spielen. Dortmund mit 2 Siegen und einer Niederlage 1 Punkt weniger. Schauen wir auf die Aufstellung. Radetzky im Tor bei Bayer 04 Leverkusen. Bakka, Kusumuta und Frimpong in der Viererkette. Demir bei Andrich in der Zentrale. Paulinho und Diaby über die Außen. Wirtz auf der 10 und Patrick Schick in der Spitze. Die Bank auch durchaus namhaft besetzt. Alario konnte wieder ins Training einsteigen, aber nur für einen Kurzeinsatz. Da Kobel bei Dortmund im Tor. Spannend bei Dortmund. Hummels zurück in der Startaufstellung. Reus, der auch in der Nationalmannschaft überzeugen konnte, auf der 10. Ansonsten ist das gewohntes Aufgebot. Haaland und Malen in der Doppelspitze. Springen wir in die Partie. Bayer 04 Leverkusen in den schwarzen Trikots vom Beginn an gut dabei, aber die Tormöglichkeiten, sie blieben bis dato noch aus. Schon über 20 Minuten gespielt. Leverkusen mal nach vorne, schickt zu Diaby. Und Gregor Kobel muss sich das erste Mal auszeichnen. Dortmund hier durchaus mit Vorsicht in die Saison gestartet. Ja, Leverkusen hat ja unter anderem hier Borussia Mönchengladbach in der Bay-Arena mit 4:0 geschlagen. Das war ein respektabler Auftritt und dementsprechend war Dortmund erstmal mit der Defensive beschäftigt und suchte sich Umschaltsituationen. Aber Leverkusen auch offensiv durchaus mit dem ein oder anderen Nadelstich. 34. Spielminute, Handspiel kurz vor dem 16er und die Möglichkeit für Demir Bay und Leverkusen, knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel in Führung zu gehen. Vierermauer ist postiert, 28 Meter Torentfernung, vielleicht etwas zu weit weg, aber Demir Bay macht es trotzdem direkt. Der Ball kommt aber viel zu zentral, sodass Kobel kein Problem hat, den festzuhalten. Der BVB kam kurz vor der Pause mal zu einer vernünftigen Offensivaktion. Erling Haaland zieht sich weit zurück, sieht dann Reyna, der hat viel Platz, zu viel sogar. Malen kommt zum Abschluss und Lukas Radetzky muss fliegen, setzt sich hier das erste Mal aktiv ein. Gut gespielt, aber nicht gut genug geschossen. Radetzky auf der Höhe. Nach 45 Minuten stand es 0:0. Es war unter dem Strich noch nicht das Spektakel, das man zwischen Leverkusen und Dortmund ab und an doch in der Vergangenheit schon gesehen hat. Es war kein schlechtes Fußballspiel, eher aber ein Neutralisieren auf höherem Niveau. Leverkusen zu Beginn des zweiten Durchgangs wieder aktiver. Florian Wirtz hat das Auge auf der linken Seite. Bakka Brandt erstmal dazwischen. Bakka bleibt aber in der Situation. Brandt lässt ihn etwas gewähren. Paulinho, Wirtz, Schick. Aber auch das noch nicht 100% Zwang in Richtung Mustor. Wieder zu zentral. Und damit ist Kobel wirklich fast unterfordert. Aber auch der BVB startet etwas besser in den zweiten Durchgang. Marco Reus sieht Erling Haaland. Direktabnahme. Radetzky ist dran. Nochmal der BVB. Dahoud setzt sich gegen Bakka durch. Die Flanke zu Malen. Aber dann etwas zu drucklos. Und da kann der zweite Stürmer nicht mehr richtig Druck ausüben. Der Schuss hier von Haaland hatte es aber durchaus in sich nicht ganz platziert genug. Und so konnte Radetzky den Ball parieren. Danach übernahm aber Leverkusen wieder das Zepter. Es war eine durchaus hektische Partie, nicht viel Mittelfeldgeplänkel. Dann ging es relativ schnell immer wieder nach vorne. Und Wirtz hatte wieder ein gutes Auge. Frimpong zieht in den Strafraum ein. Frimpong! Gregor Kobel mit der nächsten Parade. Der hier war schon deutlich schwieriger zu halten. Frimpong etwas zu spitz dann der Winkel im Abschluss. Aber nicht so schlecht die Position. Kobel konnte dennoch parieren. Leverkusen blieb aber dran. Demir Bay. Amiri mit dem Ball zu Schick. Akanji kann nicht ausreichend klären und davon profitiert Moussa Diaby. 68.
Minute 1:0 für Bayer Leverkusen. Die durchaus verdiente Führung für die Gastgeber. Geduldig spielten sie. Akanji macht noch das Beste aus der Situation, wobei er den vielleicht auch zur Ecke klären kann. So serviert er für Diaby, aber unter dem Strich wurde er auch ein wenig im Stich gelassen. Mit dem rechten Fuß dann ins lange Eck. Kobel diesmal aus kürzester Distanz, ohne jegliche Abwehrchance. Der BVB drückte natürlich nochmal auf den Ausgleich. Zumindest einen Punkt wollte man sich holen. Das erste Auswärtsspiel verlor man ja in Freiburg. Aber auch hier kamen sie einfach nicht mehr zielstrebig genug durch. Malen verpasst es selber abzuschließen. Spielt dann nochmal zurück. Dahoud mit der etwas suboptimalen Ballmitnahme. Und dann schmeißen sich da die Leverkusener rein. Etwas sinnbildlich auch für diese Partie, dass die Leverkusener ein bisschen mehr noch einsetzten als der BVB. Und somit ist dieser knappe Sieg für Bayer 04 Leverkusen unter dem Strich das verdiente Resultat. Das geht in Ordnung und der BVB hat auswärts bislang noch keine Punkte gesammelt. Leverkusen mit 10 Punkten nach 4 Spielen mehr als zufrieden.